damit herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute für den, es nicht nur für den, also das muss man mal dazu sagen, ist nicht nur für den Scania hier, für den R und S, sondern auch für den Scania RS und dann für den Volvo und für den Actros MP4, dann den Euro 6 MAN zu den normalen DAF XF105 und den DAF XF106. Habt ihr hier diverse neue Anbauteile? LED Trucklight heißt der Mod, ne? Und hier diesmal schon in der Version 4.0 und da will ich euch heute mal wieder zeigen, was alles so mit dabei ist. Wenn wir schon hier oben sind, habt ihr hier oben eine Lichtbox, eine neue. Die sieht dann so aus. Die könnt ihr doch dann dementsprechend skinnen, wenn ihr wollt. Und dann habt ihr dann hier eine schöne Lichtbox mit dabei. Dann gehen wir hier rein. Ihr seht, hier fehlt das Scania-Logo. Gibt es natürlich in Chrom und hier ja, so orange, aber das sieht er dann später, wenn es dunkel ist. Gibt es hier in weiß, ja, dann gibt es hier den normale, das originale, dann in orange nochmal und jetzt hier ganz neu die alte Scania, also hier das, dass er nochmal den Vergleich sieht, ne? Das ist das alte. Gibt es in orange, auch nicht, sag mal, in weiß oder in Chrom, einfach nur. Ich will es natürlich in orange haben, logisch. Sieht dann hübsch aus. So, dann gibt es hier noch. Stopp, jetzt muss ich hier nochmal hingehen. Dann gibt es dann. Für den DAF gibt es dann hier das Besser-Logo. Na, aber beim Scania haben wir das super natürlich. Das dann auch leuchtet, aber das seht ihr dann später. Dann haben wir mit dabei hier diese ja, Frontembleme. Die sind ja die Originalen. Und dann gibt es ja hier doppelt. Gemoppelt hier drüben. Gibt es in verschiedenen, einmal weiß und orange. Gibt es hier auch nochmal welche, ganz verschiedene. Also es sind schon ein paar mit dabei, ne? Und wir nehmen natürlich die Orangen hier. Ihr könnt, ich muss mal gucken. Ich muss doch mal gucken, ob ich hier nicht noch irgendwo was habe. Nämlich, nee, hier nicht. Ich glaube, da hier nochmal einen separaten Anbau. Da ja, genau. Da könntet ihr hier theoretisch nochmal welche reinsetzen. Nee, geht gar nicht. Nee, das ist nur fürs Besser. Nee, nee, geht hier nicht. Also da geht's nicht. Aber ihr könntet hier vielleicht nochmal super machen. Doppelt gemoppelt oder wie auch immer. Aber das würde auch noch gehen. Und das ist jetzt hier auf alle Fälle neu mit dabei, die neue Lichtbox. Und natürlich das alte Scania-Logo. Ne? Sieht auf alle Fälle ganz cool aus. Und das zeige ich euch jetzt, wenn es dunkel ist. So, hier nochmal ganz kurz zum Zeigen. Wo sind denn da neue Euro 6? Also hier natürlich auch das MN-Zeichen hier in verschiedenen Farben. Also es leuchtet dann auch so orange, wie ihr es vorher gerade gesehen habt. Ne? Das funktioniert dann hier noch ganz genauso. Ansonsten muss ich mal gucken, was hier noch so mit dabei ist. Also zumindest das funktioniert hier schon mal. Also es ist, ich sag's mal so, der Mod ist mir ausgelegt für den Scania. Ne? Aber so ein paar Kleinheiten sind hier oder paar Feinheiten sind hier schon mit dabei, wie schon gesagt. Für den Euro 6 oder dann für den, na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der DAF zum Beispiel hier. Wenn er dann hier das nutzt. Hier zum Beispiel DAF in Orange als Beispiel hier, ne? Oder dann hier, zack. Habt ihr dann hier natürlich dann noch ein paar Slots mit dabei, wo ihr dann hier dementsprechend das abändern könnt. Dass es dann hübscher leuchtet. Ja. Und gibt da diverse ja, noch andere Anbau-Mods für den DAF. Dann könnt ihr hier zum Beispiel im Grill dann dieses Besser-Logo reinmachen. Gut, es geht jetzt hier nicht, weil es doof aussieht wahrscheinlich. Na, sieht ja dann doof aus hier. Aber gibt bestimmt noch diverse andere Mods, wo dann hier noch mehr Slots dabei sind und dann kann man das dann da anbringen. Also nicht nur hier, sondern auch beim Scania R&L zum Beispiel. Oder beim Scania hier, bei dem alten, müsste das auch funktionieren. Ich muss bloß mal gucken, inwieweit, inwiefern. Nee, hier. Nee, das war beim R&L, Entschuldigung. Mein Fehler. Beim Scania R&L, da könnte es, da klappt es, da könnte dann dementsprechend diese Anbauteile dann auch nutzen. So, jetzt kommen wir zum Lichttest. Also das Standlicht. Jetzt kann man sich schon gut erkennen, hier das LED Trucklight, hier oben diese neue Lichtbox. Und
dann vorne hier natürlich mit dem Scania-Schriftzug. Sieht echt cool aus. Oder? Kann er sagen, was er wollte, aber mir gefällt's. Das pimpt's nochmal richtig auf hier, finde ich. So, das leuchtet hier. Da und da. Schön, oder? Tolle Sache. Hübsch. Also, dann kommen wir kurz zum Fazit zur Version 4.0 LED Truck Light. Was haben wir alles mit dabei hier? In dem Fall habt ihr dabei die neue Lichtbox und das alte Scania-Logo, was mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das macht es nochmal richtig, pimpt es nochmal so richtig auf, finde ich. Genau. Und ausgelegt ist es halt für den Scania, habt ihr ja gesehen mit den ganzen Anbauteilen. Jetzt hätte ich mich fast verfahren. Ausgelegt ist, wie schon gesagt, für den Scania. Für den Scania RJL, da könnt ihr das dann auch nutzen. Genau, und ansonsten für den MAN und für den DAF gibt es halt nur dieses beleuchtete Logo. Aber ansonsten wirklich sehr schicker Mod. Habt ihr Fragen dazu, dann einfach gerne kommentieren. Ansonsten wir mal Daumen da lassen und natürlich ein Abo für den Kanal. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem LED Truck Light Mod. In diesem Sinne, wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.